Aprilia RSV4 Factory APRC, das ist der Name dieser Maschine. Und ja, 27.000 Credits hat sie gekostet. Und jetzt müssen wir sie erstmal auftunen. Die ist so in der Konkurrenz zur BMW S1000 RR im Vergleich zur unter anderem auch im Vergleich zur ZX10R von Kawasaki etc. Dazu kommt dann auch bald noch ein Video. Ja, wir tunen sie natürlich jetzt auch auf und dann gehen wir auch ins erste Rennen mit dieser Aprilia RSV4. Im Endeffekt ist es dasselbe wie die RSV4 normal, bloß nochmal ein bisschen gewichtsreduzierter. Also die RSV4 natürlich die Tausende. Also jetzt müssen wir natürlich wieder alles tunen. Ganz normal hier einen neuen Quickshifter rein. Und dann können wir erstmals auf die Rennstrecke gehen mit dieser Maschine. Bin gespannt, wie sie sich verhält, weil ja jedes Motorrad sich hier in dem Spiel so ein bisschen anders verhält im Gegensatz zum anderen. Also zum Beispiel jetzt zur BMW S1000 RR, die ich hier jetzt letztens gefahren bin, da bin ich sehr gespannt, was diese Maschine jetzt zur Konkurrenz bietet. So, mal schauen, weil die ist jetzt ziemlich Carbon gefertigt, denke ich. Wir machen mal hier den Nummernschild weg, brauchen wir nicht zum Rennsport. Spiegel weg, gehen so und so noch nicht. So, ansonsten passt das. Und jetzt natürlich noch Slicks drauf, das ist ganz wichtig. Rennsport, unter anderem dann auch noch mal andere Felgen zur Gewichtsreduzierung. Machen wir die drauf, die sind gut. So, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Auf die World Tour. Mal schauen, was können wir jetzt fahren. Wir können immer noch Supersport fahren natürlich, also Modern Superbikes. Ich würde sagen, fahren wir Modern Superbikes. Und da machen wir European Superbikes. Wir sind natürlich immer noch Italiener, so gesehen. Wir fahren mal in North Wales. Bin ich noch nie gefahren, ganz ehrlich. Mit der Aprilia RSV4 Factory APRC ABS. Wie sie sich im Vergleich zur BMW S1000 RR legt, bin ich sehr gespannt, da die ja ein bisschen Hardcore-Feeling war, in Anführungsstrichen. Zu der geht es übrigens jetzt oben links. Ihr könnt natürlich jetzt darauf klicken oder später, um zur BMW S1000 RR zu kommen. Und ja, wie sich die Aprilia jetzt schlägt, bin ich sehr gespannt. Die Leistung ist ja ähnlich. Ich glaube, die BMW hat ja ein bisschen mehr noch. Und ich lasse jetzt die Getriebe-Federungseinstellungen so, wie sie waren. Und auf Standard. Und jetzt schauen wir mal. Die Schwierigkeit ist natürlich auch gleich wie bei der BMW das letzte Mal. So, und go. So, mal schauen. Kein Wheelie hier, aber am Anfang ist schon mal nicht schlecht. Die BMW hatte ja einen Wheelie, beziehungsweise hat den Wheelie gezogen. Jetzt mal schauen, wo hier jetzt der Bremspunkt ist. Die mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich kenne die Map hier nicht. Das Problem in dem Spiel ist ja wirklich, man hat keine Zeit auf die Map zu gucken. Man hat zwar eine, aber man hat da keine Zeit drauf zu gucken, weil man sich ständig aufs Fahren konzentrieren muss. Wo wir wirklich voll ausfahren. So, vierter Platz. Das müssen wir jetzt nur halten und keinen Fehler machen. Wobei ich finde jetzt zum Beispiel jetzt am Anfang, ich fahre ja mit der jetzt das erste Mal hier, ich finde sie ist einsteigerfreundlicher als die BMW. Ja, ich finde mich jetzt hier mit der ein bisschen besser zurecht. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ja, okay, sie ist ein bisschen schwächer auch als die BMW, man merkt es schon. Sie dreht ja auch nur bis 13.000 hoch, wenn die BMW ja über 14.000 in den Begrenzer gegangen ist, also 15, 16 waren da locker mit der BMW drin, und bei der bei 13 Schluss ist. Aber trotzdem ist hier Leistung vorhanden, also über die 210, 220 PS, was wir jetzt hier haben, merkt man schon. Bei der Tausende. Aber sie muss halt öfter schalten. Und hier ist bei 290 schon Schluss. Mit der Geschwindigkeit. Oh, das ist eine gefährliche Kurve. Da muss ich ein bisschen früher bremsen. Gut, das merke ich mir jetzt für die späteren Zwecke. Jetzt hier wirklich runterbremsen.
Und wieder aufs Gas. Ah, Vorsicht hier. Oh, ganz schlecht. Da sind wir jetzt hier am Ende nochmal angestoßen. Oh mein Gott. Ich darf wirklich nicht, diese Fehler, die darf ich mir hier nicht erlauben. Wir sind nur noch einen einzigen Rewind hier. Den müssen wir jetzt wirklich mit Bedacht verwenden. Also halt auch wirklich schwer hier auf der Map, wo ich das erste Mal fahre, sich richtig zurechtzufinden. Ich denke, das kommt dann halt mit der Zeit, wenn man öfter auf einer Map fährt, dass man sich da besser zurechtfindet und dass man die Bremspunkte auch kennt. Aber dafür habe ich auch die Ideallinie. Naja. Aber leider ist die nicht immer so genau. Ah, Wheelie, ganz schlecht. Das hat mich sicher ein paar Sekunden gekostet hier. Windschatten hier ausnutzen. Ah, komm. So, dritter Platz. Mit der Position bin ich ganz zufrieden, aber man darf hier nicht zu defensiv fahren. Aber auch nicht zu aggressiv, besonders mit einem Rewind, nur noch den letzten. Und ich möchte hier den wirklich nicht aufbrauchen. Also eigentlich möchte ich mit einem Rewind das Match beenden, aber wir werden sehen. Das Rennen halt, wie sich das am Ende dann auswirkt, beziehungsweise ob vielleicht noch ein Fahrfehler kommt. Oh, das war schon knapp. An dem Fahrfehler. Und da überholt man die Ducati, oder was das war. Oh, diese, ich hasse diese Kurve. Da habe ich ein bisschen zu spät eingelenkt, aber es war noch alles im Rahmen. Muss ich hier wirklich jetzt konzentrieren, um an ihm dran zu bleiben. Und da ist unsere Chance, hier an ihm vorbeizuziehen. So, spät bremsen. Wir müssen unseren Vorsprung natürlich ein bisschen hier vergrößern, um vielleicht auch noch an den ersten heranzukommen in der letzten Runde jetzt hier. Und nochmal an die Grenzen der Maschine zu gehen. Ja, wir kommen ihm schon näher, dem Rivalen da vorne. Also was ich jetzt schon sagen kann nach diesen zwei Runden, beziehungsweise dann nach diesen drei Runden, sie lässt sich wirklich viel, viel einsteigerfreundlicher fahren als die BMW. Und ich komme jetzt mit der Maschine viel besser zurecht als mit der BMW. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch die Erfahrung so an sich, aber ich fahre jetzt hier, wie gesagt, das erste Mal auf der Map und ich komme mit der Aprilia hier wirklich ganz gut zurecht. Mal schauen, jetzt müssen wir versuchen, noch an den ersten Platz heranzukommen. Ein Rewind haben wir noch, es ist nicht mehr weit bis zum Ziel. Eine Sekunde hängen wir hinten dran. Komm, jetzt ist das unsere Chance. Da hinten ist das Ziel. Ah, okay, gut. Den letzten Rewind hier aufgebraucht. Jetzt müssen wir nur gucken, wann wir am besten wieder einsteigen werden. Hier. Aber ich denke, nee, den kriegen wir nicht mehr. Nee. Egal, zweiter Platz. Ist ganz cool. Fürs erste Mal. Aber der fährt aber lässig da. Im Stehen. Zweiter Platz. Ja, das passt eigentlich. Und ja, ich würde sagen, damit war es das. Mit der Aprilia RS4. Beziehungsweise RSV4. Und Silber ist nicht schlecht fürs erste Rennen auf der Karte, die ich noch nie gefahren bin. Und ja, in den nächsten Videos von Ride wird wahrscheinlich dann die Racing-Version kommen von den ganzen Maschinen, also das High-End-Top-Segment. Und da schauen wir mal dann, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen bis dahin. Jetzt oben links klicken, um zur BMW S1000RR zu kommen zu dem Video. Dann seht ihr, wie ich da total verkackt habe. Aber wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.